Also wie würden Sie das Wetter der letzten paar Tage hier beschreiben? Durchwachsen, würde ich sagen. Sehr wechselhaft und für den Sommer zu kalt. Grau. Grau. Und nun mal grau. Das Problem hier in Belgien ist halt immer diese Wetterunterschiede. Mal warm, mal kalt, mal Regen, mal Sonne. Ist halt immer total unterschiedlich. Ja, es war wechselhaft, aber es war sehr angenehm. Es war also nicht so drückend heiß und so drückend warm. Das finde ich schon ein sehr angenehmes Wetter. Bei uns ist ja ein herrliches Wetter. Zu vergleichen mit einem ganzen Haufen. Sie wissen, was ich sagen will. Und es wird auch vorläufig nicht besser. Höchstens 3 Tage. Also ich hoffe das, aber ob man daran glaubt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, nein. Ganz und gar nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ja, ich glaube daran, ja doch, schon. Wenn es wieder warm wird, dann hoffe ich nicht, dass es so ein drückendes, feucht, tropisches, warmes Wetter wird. Das wäre, ist nicht so mein Fall. Das Wetter spielt schon verrückt, also hat schon sein eigenes Leben oder führt schon sein eigenes Leben. Ja, glauben kann man heute bald nichts mehr. Die Wettervorhersagen sind in meinen Augen viel schlechter als wie vor 50 Jahren. Ich glaube schon lange nicht mehr an die Meteorologen. Ich sag nur so scherzhaft, das ist eigentlich eine Gruppe, die könnte man einsparen, eine Berufsgruppe. Das stimmt ja doch so meistens nicht. Und wir sind immer gut gelaunt, wir sitzen auch hier, wenn es friert.